herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, letzte Folge haben wir uns ziemlich einen heftigen Schlagabtausch mit den nie enden wollenden Leuten da geführt. Ich kann gerade nicht mehr sprechen. So, hoffe ich mal, finden wir Arti und der hilft uns dann durch das Labyrinth oder so. Ich finde es übrigens richtig heftig, wie das hier alles aussieht. Und die Musik ist natürlich auch cool. Aber ja, Personalschutz, ja, ist gut. Hier macht also Arti Urlaub. Wow. Da vorne ist was. Siehst du es? Ja. Was? Plastikbaum. Die Ereignisse sind unglaublich, aber das Tempo, mit dem wir dadurch Entdeckungen machen, umso mehr. Go 14 kopiert unsere Sprache, aber nach mehreren Tests haben wir festgestellt, dass bestimmte Wörter in seinem Vokabular fehlen. Wir haben diese Wörter isoliert und mit esoterischen Texten aus den früheren Tagen der Behörde verglichen. Wir haben herausgefunden, dass diese Wörter eine Reaktion in gewandelten Materialien hervorrufen. Sorry. Wenn man sie in besonderen Formationen arrangiert und in verschiedenen Geschwindigkeiten sowie Tonfällen wiedergibt. Wir haben diese besonderen Wörtersequenz, eine Formel, wenn man so will, mit den anderen gewandelten Objekten im Untersuchungssaal getestet. So, es konnten verschiedene physische Reaktionen festgestellt werden. Die Erfolgsrate lag bei 82%. Wir haben bewiesen, dass Wörter diese Gegenstände konkret beeinflussen können. Besondere Anwendungsfälle müssten erforscht werden, möglicherweise für Verwahrung oder Identifikationszwecke. Das wird unseren zukünftigen Herangehensweise drastisch ändern. Man bedenke nur, dass es noch mehr solcher Wörter zu finden gibt. So, dann wollen wir mal zu Arti. Dumme Wikinger. Unsere schwedischen Brüder vertragen kein Dampfbad. Ach, Sommer, boah, Svenska. Okay. Okay. Hey, Mädchen. Für einen Finnen ist der Urlaub heilig, Perkele. Okay. Komme ich jetzt zu Ihnen? Gehen wir jetzt an den Strand? Oh ja, oder? Nö. Arti? Hast du mich vermisst?
Hast du dir in die Socken gepieselt? Ja, so. Bellen ist nicht beißen. Hast du gut gemacht. Nimm meinen Kassettenrekorder. Das Lied ist ein Geschenk von meinen Freunden. Es bringt dich durch das Labyrinth, damit du deinen Job tun kannst. Ist das wirklich passiert? Er hat mir seinen Kassettenrekorder gegeben. Damit komme ich also durch das Labyrinth. Ein Hausmeister hat eben immer Schlüssel. Okay. Ein Kassettenrekorder. Gut. Dann, ja, Fähigkeiten 3. Hier brauchen wir noch ein Schnellreise. Dann gehen wir mal gleich zum Labyrinth. Ich presche ein bisschen vor, weil ich will unbedingt wissen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, wir begeben uns schon Richtung Ende. Und ja, mal schauen, ob wir dann, also kurz vor Schluss, wenn das wirklich so offensichtliches Schluss ist dann, ob wir dann noch die anderen Nebenquests und so weiter machen. Können wir ja machen. So wie zum Beispiel sprich mit den Pflanzen oder irgendwie sowas. So. So. Gut, dann wollen wir mal. Alter, ist das geil. Warte. Ich mach mal ein bisschen lauter. Oh, die Schuhe. Wie geil ist das denn? Hä?
Ich bin die ganze Zeit nur an Dauergrinsen hier. Wieso musste genau hinter mir einer auftauchen? So, jetzt hat er aber. Ah, der beamt mich vor, oder? Ja, ich glaub schon. Ja, genau. Mhm. Yeah.
Natürlich, das ist vorbei. Ja, das war abgefahren. Wir benutzten den Dia-Projektor. Ich führte die Expedition im Dia-Raum 36. Man riet mir davon ab, der Direktor dürfe sich nicht in Gefahr begeben. Ich machte es trotzdem. Ich weiß, wie es da draußen ist und ich musste das selbst sehen, um einen Sinn in meinem Leben zu finden. Ich konnte nicht einfach nur da sitzen. Die Überlebenden waren stark beeinflusst von dem, was wir fanden, was Darling mitgebracht hat. Es hat alles verändert. Ob zum Guten oder zum Schlechten, müssen wir erst noch sehen. Aber ich habe meinen Sinn in dieser Wüste gefunden. Ein Geräusch, wie das einer Nadel, die sich durch den Schutzanzug bohrte und in meinem Kopf meinem ganzen Wesen vibrierte. Darling meinte, es wäre nichts, aber er irrt sich. Es war seitdem immer da. Es wurde zu einer Gewissheit darüber, was hier auf dem Spiel steht, welche Gefahr auf uns lauert und was wir tun müssen, um sie zu stoppen. Ich mag Objekte der Macht nicht verwenden. Ich verlasse mich nicht gern auf Dinge, denen ich nicht trauen kann. Aber der Aschenbecher und die Zigarette, die hier endlos dampft, haben ihren Nutzen. Ihr Aschenbecher-Labyrinth verändert sich ständig. Und nur der Binder und jene, die er einlädt, können es durchqueren. Die Dinge, die wir in der Dimensionsforschung versteckten, Darling studiert. Die Gefahren müssen mit allen verfügbaren Mitteln gesichert werden. Das Labyrinth ist eindeutig das Stärkste davon. Ich erlaubte Darling und seinen ausgewählten Leuten, es zu durchqueren. In letzter Zeit, denke ich, sollte ihnen diese Erlaubnis wieder entziehen. Okay. Die Expedition in Dia-Raum 36. Die Überlebenden. Stark beeinflusst. Was Darling mitbrachte. Ich muss echt darauf achten, dass ich dann bei den beim Schneiden dann den Ton sehr viel lauter mache. Weil hier ist wirklich, also ja, ich kann, also ohne den, oh Gott, scheiße, ohne den Untertitel, ja, würde ich es nicht verstehen. Naja gut, hoffentlich kann ich es dann beim Sound mischen besser machen. Hat jemand den Hausmeister gesehen, der hier feudelt? Feudelt? Ist das nicht ein Bereich mit eingeschränkter Zugangsberechtigung? Wer hat ihm die Erlaubnis gegeben, hierher zu kommen? Und wie verdammt nochmal ist er durch das Labyrinth gekommen? Tja, auf sehr coole Art und Weise sah das. Ja, du willst, dass ich hier bin. Mit dem Projektor hat alles angefangen. Was in Ordinary begann, endet hier. Du, ich, Dylan. Der Kreis schließt sich.
So, Dimensionsforscher, Mitarbeiter. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich mehrere Personen über den Sand beschweren, der sich um die Dimensionsforschung anhäuft. Dieser Sand ist ein wertvolles Forschungsmaterial aus einer fremden Dimension und wird eingehend untersucht, sobald ich Zeit habe. Wenn Sie versuchen, den Sand zu säubern oder zu entfernen, sorge ich dafür, dass Sie von allen zukünftigen Forschungsarbeiten ausgeschlossen sind. Sie werden den Rest Ihrer Karriere damit zubringen, in eine Arbeitskabine Umschläge abzulecken, während Sie auf ein Poster mit einer Katze starren. Finger weg von meinem Sand, Dr. Darling. Tja, ich glaube, das Sandproblem hat er nicht wirklich geklärt. Hier so, da ist auch so schon Sand. Jo. So. Überall Sand, 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 Sand. Hier war eine Tür. Sie führte an den Ort, zu dem Dylan und ich gingen, an den der Projektor uns brachte, wo wir dich trafen. Die Behörde hat hier dieselbe Tür geöffnet, aber nur ein Echo verbleibt. Bist du nahe? Direkt auf der anderen Seite? Okay. Ja, dann mach mal die Tür auf, ne? Klopf, klopf. Puh. So. Und jetzt? Da hinten halt wahrscheinlich. Der Projektor ist nicht hier. Wurde wieder weggeschafft. Was hat Darling damit gemacht? Ich muss das rausfinden. Wahrscheinlich ist Darling dann unser Endboss. Endfight-Boss. Ja, Endgegner. Ah, ich kann das von hier auch wieder zumachen, aber warum sollte ich? Achso. Es trägt die Inschrift Farb-Diafilm, diese Seite zum Bildschirm. Und die Zahl 36. Die Topographie des Dia-Raums 36 weist tiefe Wellen auf. Auf dem Dia und in der Entfernung ist eine Formation aus 5 Säulen, wie grob ausgestreckte Finger. Es gab Verluste auf unserer ersten Expedition. Kommunikation ist ein Problem. Dort gibt es keinen Ton. Als wäre man taub. Und Radios funktionieren nicht. Korrektur, eine Resonanz aus unbekannter Quelle, teilweise im hörbaren Frequenzbereich. Sie verhält sich unberechenbar und ihre Feedbackschleifen können Menschen zerfetzen. Trench behauptet, er hörte noch mehr. Blut floss ihm aus den Ohren. Unsere Geräte erkannten nichts außer der ursprünglichen Resonanz. Und Trench fand nichts bei medizinischen Tests. Dann gehen wir mal zu den Resonanzlabor. Ah, da geht's wieder runter. Gut.
Hadron und die Hadronresonanz sind wohl die größten Vorteile, welche die Behörde jemals hatte. Die Sicherheit von Hadron ist unglaublich wichtig, weshalb wir alles Schwärzen von der Mehrheit der Mitarbeiter der Behörde haben. In diesem Bericht sind die Verwahrungsprozesse beschrieben, die für die Hadron-Isolationskammer erforderlich sind. Dazu zählen das Pumpen von in die Isolationskammer, technische Instandhaltung der Resonanzsauger und die Anordnung der Akustiksäulen, um die Schallbereiche der Kammer zu dämpfen oder zu verstärken. Anmerkungen, weitere, ja, klar. Dann machen wir mal. Achso. Expedition 3. Wir orteten die Quelle der Resonanz in Dia-Raum 36. Es ist ein Wesen, ein lebender Organismus von beträchtlicher Masse. Ich nannte es Hadron aufgrund seiner Gestalt. Hadron. Wir haben sowas noch nie gesehen. Warst das du? Hat er dich hergebracht? Hast du mich deshalb hergebracht? Du bist hier. Du bist hier. Sie haben dich. Ich kenne dich. Damals aus Ordinary. Hätte nie gedacht, dass wir uns noch mal sehen. Moment, ich komme. Ja, warte, was? Naja, okay, wir kommen in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ja, da bin ich mal gespannt, was nächste Folge wird. Ah, also für mich jetzt gleich und für euch erst morgen. Bye, bye.